Ja, vielen Dank. Also ich meine, Miriams Vortrag hatte mich damit gezwungen, mal zu überlegen, welche Beziehung besteht eigentlich den Sachen, die ich mache, hin zu dem Thema Kreativität, weil bis jetzt habe ich mich eigentlich nicht mit Kreativität beschäftigt, aber als ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, ich dachte, naja, es gibt doch vielleicht den einen oder anderen Querbezug hier, und um halt quasi ein richtiges Themenpackage hier anzubieten, dachte ich, ich versuche das mal ein bisschen über Kreativität heute zu sprechen. Und wenn wir mal ganz grundsätzlich dran rangehen, was ist eigentlich so eine grundsätzliche Einsicht des strategischen Managements? Also wenn man es wirklich ganz weit runterkocht, ist es, dass Unternehmen dann Wettbewerbsvorteile erlangen, wenn sie anders, wenn sie besser sind als die Konkurrenz. Was dann natürlich auch wiederum bedeutet, anders sein bedeutet, dass ich halt kreativ sein muss, dass die Innovation Voraussetzung eigentlich ist für den Unternehmenserfolg. Wenn wir diese These dann noch ein bisschen weiter treiben, ich meine, natürlich kann man es auch mit der Originalität übertreiben, wenn ein Unternehmen jeden Tag das Geschäftsmodell verändert, dann werden sie sehr, sehr schnell bankrott sein. Von daher müssen eigentlich alle erfolgreichen Unternehmen eine Balance finden zwischen der Bewahrung der Routine auf der einen Seite und der Erneuerung der Kreativität auf der anderen Seite. Und eines der Thesen in der Literatur ist halt, dass Organisationen einen sehr starken Bias haben gegen die Kreativität. Also sie übervorteilen eigentlich die Routine. Und von daher dachte ich, naja, heute sollte ich mal mich mit der Frage beschäftigen, ist denn eigentlich fehlende Kreativität ein systematisches Problem für Unternehmen? Und ich versuche mich dieser Fragestellung von zwei Seiten zu nähern. Einmal würde ich Ergebnisse eines Experiments vortragen, und zum Zweiten würde ich vor dem Hintergrund eines Modells versuchen zu argumentieren, dass Kreativität in Unternehmen nicht der Engpasssektor ist. Kommen wir zunächst erstmal zu dem Experiment. Und hier geht es letztendlich darum, mal im Labor sich anzuschauen, wie Menschen eigentlich Probleme versuchen zu lösen, wie sie dort herangehen. Und wenn wir mal kurz darüber nachdenken, was sind eigentlich so grundsätzliche Herausforderungen vieler Managementprobleme, wie Strategie, wie Innovation, wie Human Resource Management, wie das Organisationsdesign, dann gilt eigentlich da die sehr abstrakte Fragestellung, welche Kombinationen von Entscheidungsvariablen eigentlich zum Erfolg führen. Ich versuche das mal ganz kurz zu illustrieren am Beispiel der Wettbewerbsstrategie. Also beispielsweise klassischerweise muss ein Unternehmen sich entscheiden, ob sie halt sich differenzieren wollen über die Kosten oder über die Produktqualität, ob sie hohe oder niedrige Investitionen in den Markennamen vornehmen, ob sie eine hohe oder niedrige Fertigungstiefe haben möchten, ob sie eher innovativ sein sollen oder ob sie lieber die Konkurrenz imitieren wollen. Das sind so klassische Fragestellungen, mit denen sich die Wettbewerbsstrategie beschäftigt. Ein Beispiel, wenn wir uns beispielsweise IKEA angucken, dann sehen wir hier einmal, dass halt sehr, sehr viele Entscheidungen zu diesem Erfolg von IKEA beigetragen haben. Also dass es nicht nur der Markenname ist oder deren Human Resource Management Policy, sondern dass es letztendlich viele kleine Entscheidungen sind, die dazu beitragen, dass IKEA jetzt schon seit Dekaden erfolgreich ist. Und was ist jetzt aber das Problem? Das Problem ist nun zunächst einmal für jeden Manager, dass die Zahl der Entscheidungsvariablen sehr, sehr groß sein kann. Also hier habe ich nur ganz wenige, die meistens eigentlich ganz relativ gut beschreiben, was Unternehmen so machen, wenn man halt im Klassenzimmer steht. Aber wenn man sich das in der Realität anguckt, dann ist das beispielsweise eine vereinfachte Version dessen, was IKEA eigentlich wirklich macht. Und es sind eigentlich noch viele, viele mehr Entscheidungsvariablen, die hier noch eine Rolle spielen. Also als erstes Mal ist es eigentlich die Größe des Problemlösungsraums, das halt eine Herausforderung darstellt. Wie viele relevante Entscheidungsvariablen gibt es eigentlich? Zum Zweiten, wenn man mit Managern spricht, eines der Herausforderungen, auf die sie immer wieder hinweisen, ist, dass sich die Marktprozesse halt sehr schnell verändern, dass sich ständig neue Herausforderungen an sie herangetragen werden müssen. Also dass halt es eigentlich letztendlich auch keine Stabilität gibt zwischen diesen Variablen auf der einen Seite und dem Erfolg auf der anderen Seite. Also dass dieser Problemlösungsraum halt auch dynamisch ist. Und womit wir uns beschäftigen im Experiment, ist das Problem, dass es halt gleichzeitig noch Interdependenzen gibt zwischen den Entscheidungsvariablen. Also das, was wir gemeinhin als Komplexität bezeichnen. Also gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu diesem Beispiel, was ich da hatte. Beispielsweise, wenn ich meine Strategie ändere, weg von Kosten hin zu Qualität, dann macht es sehr häufig auch Sinn, dass ich beispielsweise deutlich mehr investiere in meine Markennamen. Also von daher gibt es dort Interdependenzen. Wenn ich eine Entscheidung verändere, kann oder kann es auch nicht sinnvoll sein, auch andere Entscheidungsvariablen zu verändern. Und das zentrale Problem, was Unternehmen haben, ist halt herauszufinden, welche relevanten Interdependenzen es eigentlich überhaupt gibt.
Und das ist eigentlich das Problem, mit dem wir uns in dem Laborexperiment beschäftigen. Denn es hat, die Komplexität ist eigentlich der zentrale Treiber dessen, wie schwierig eigentlich ein Problem ist. Ja, also wenn wir uns mal nochmal vergegenwärtigen, was heißt es eigentlich, ein schwieriges Problem zu haben, dann können wir sagen, naja, ein einfaches Problem besteht dann, wenn wir sehr, sehr wenig Interdependenzen haben. Also wenn wir uns ein Teilproblem herausgreifen können, das optimieren, dann sind wir zufrieden und dann können wir zu dem nächsten übergehen. Also einfache Probleme sind dadurch charakterisiert, dass es gerade keine Interdependenzen gibt. Also die Struktur leichter, weniger komplexer Probleme ist eigentlich, dass es halt einen einzigen Weg ist, gibt es richtig zu machen. Und diese Beschreibung, also wie man sich diesen Problemlösungsspielraum sich vorstellen kann, ist halt dieser Berg Fuji in Japan, Mount Fuji, wo es einen einzigen Gipfel gibt. Und egal, wo ich losstarte und versuche, an den Gipfel zu bekommen, und ich gehe immer nur nach oben, werde ich das globale Optimum finden. Also ich werde alle Bergsteiger, die hier irgendwo in der Landschaft anfangen loszusteigen, werden nach einer Weile alle auf dem gleichen Gipfel landen. Sprich, sie werden für das Problem alle die gleiche Lösung finden. Warum ist das so? Weil es keine Interdependenzen gibt, weil ich halt das mir ein kleines Subproblem herausgreifen kann, das optimiere und dann zum nächsten gehe. Manager sind interessiert an schweren Problemen, an herausfordernden Problemen, nämlich Problemen, die gekennzeichnet sind durch Interdependenzen. Und da sieht der Problemlösungsspielraum komplett anders aus, nämlich wie die Alpen, wo wir sehr, sehr viele Berge haben und wo es eigentlich völlig unklar ist, was denn jetzt eigentlich die beste Lösung dieses Problems gibt. Etwas anders ausgedrückt bedeutet das, dass wir sehr viele lokale Optima haben. Sehr viele lokale Optima. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir hier Bergsteiger mit einem Fallschirm über diese Alpen abwerfen und sie sich irgendwo wiederfinden und sie haben keine Landkarte von den Alpen und sie haben auch keinen Hubschrauber und kein Flugzeug, sondern sie sind ausschließlich darauf angewiesen, was sie eigentlich gerade sehen, dann werden wir sehen, dass die Bergsteiger auf unterschiedlichen Hügeln stehen bleiben werden. Einige werden auf sehr hohen Hügeln stehen und anderen auf sehr niedrigen. Und das Problem für sie ist herauszufinden, einmal, ob es überhaupt höhere Hügel gibt und zum Zweiten, wenn es sie gibt, wenn ich sie in der Entfernung sehen kann, wie ich denn jetzt überhaupt dahin komme. Das ist die grundsätzliche Problematik, mit der wir uns beschäftigen. Wie treffen wir als Menschen eigentlich Entscheidungen in komplexen Problemen? Wie lösen wir das Problem? Wie stellen wir sicher, dass wir nicht auf einem niedrigen Hügel sitzen bleiben, sondern dass wir jedenfalls in die Nähe dieses Global Optimums kommen. Und das ist eigentlich auch die zentrale Frage von unserem Laborexperiment gewesen. Also wir haben die Frage gestellt, wie suchen Teilnehmer jetzt eigentlich nach besseren Problemlösungen in diesen sehr simplen oder in diesen sehr komplexen Problemlösungsraum. Und wir haben das damit dargestellt, dass wir gesagt haben, okay, es gibt 10 Entscheidungsvariablen, die für deinen Erfolg relevant sein können. Also sie hatten 10 Elemente, mit denen sie herumspielen konnten und die sie unterschiedlich kombinieren konnten, sodass der ganz gesamte Problemlösungsspielraum 1024 Kombinationen hat. Und jede von diesen Kombinationen hatte einen ganz bestimmten Payoff, einen ganz bestimmten Erfolgswert. Und die Aufgabe war es halt, eine Problemlösung zu finden, die halt sehr viel Erfolg verspricht. Und das Problem für die Teilnehmer war, dass sie zunächst erstmal nicht wussten, wie hoch die Komplexität eigentlich des Problems ist und zum Zweiten, dass sie nur 24 Versuche hatten, eine erfolgsversprechende Kombination in diesem Problemlösungsraum zu finden. Und was wir uns angucken wollten, war, wie viele Entscheidungsvariablen eigentlich gleichzeitig verändert werden. Ja, denn das hat, wenn man zurückgeht in der Literatur, eine bestimmte Bedeutung, weil es halt diese Vorstellung gibt der lokalen Suche. Dass halt Menschen oder Tiere oder auch Computeralgorithmen immer nur eine einzige Variable in jedem Versuch verändert. Das ist das, was die lokale Suche genannt wird. Also ich verändere nur eine einzige Entscheidungsvariable relativ zum Status quo. Gehen wir zurück zu dem Beispiel, anstatt beispielsweise gleichzeitig meine Investitionsstrategie für meinen Markennamen zu verändern, meine Fertigungstiefe zu verändern, versuche ich einfach nur mal die Investition in den Markennamen zu verändern und zu gucken, was passiert. Und wenn ich dann damit zufrieden bin, dann gehe ich beispielsweise und überprüfe, wie es mit der Fertigungstiefe aussieht. Das ist das, was wir lokale Suche nennen. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch die nicht lokale Suche, was letztendlich bedeutet, dass ich 2 oder mehr Entscheidungsvariablen gleichzeitig verändere.
Was uns interessiert hat, ist halt, wann machen Leute eigentlich lokale Suche und wann weichen sie von dieser lokalen Suche ab und wie erfolgreich ist das eigentlich? Und um jetzt sozusagen den Link zu bekommen zu Miriams Vortrag, ist meine These hier, dass es letztendlich bedeutet, wenn ich mehr Veränderungen mache, wenn ich mehr Entscheidungsvariablen verändere, dann ist es auch gleichzeitig jedenfalls eine subjektiv kreativere Lösung. Was ist das zentrale Ergebnis unserer Studie? Das erste zentrale Ergebnis ist, dass die Suche nach Problemlösungen adaptiv und fahrtabhängig ist. Sprich, wenn jemand erfolgreich ist, also beispielsweise eine bessere Problemlösung findet, dann wird die Suche lokaler. Wenn ich versuche, eine bessere Problemlösung zu finden, aber meine Versuche werden frustriert, ich finde einfach nichts durch lokale Suche, dann beginne ich halt stärker die nicht lokale Suche zu machen. Also meine Problemlösungen werden immer kreativer. Ich merke, okay, ich kann meine Performance nicht weiter erhöhen. Ich scheine hier den Optimierungsspielraum ausgeschöpft zu haben und deshalb versuche ich immer kreativere Lösungen zu finden, um halt meinen Erfolg noch weiter zu steigern. Das ist ein sehr, sehr stabiles Ergebnis, was ich hier auch einfach mit der diskretiven Statistik aufzeigen konnte. Und das ist auch ein Ergebnis, was wir in mehreren Studien auch gefunden haben, dass auch Gruppen sich beispielsweise genauso verhalten. Die Frage ist dann natürlich, ja, ist das denn überhaupt eine erfolgsversprechende Strategie? Ist das sinnvoll, dass Menschen so sind? Und um zu dieser Frage zu kommen, haben wir das Verhalten und den Erfolg von Menschen im Labor verglichen mit was passieren würde, wenn wir einfach simulierte Agenten über diese Problemlösungsräume, die wir in dem Experiment verwendet haben, am Computer simulieren. Und unser Referenzmaßstab dort waren Agenten, die ausschließlich eine lokale Suche machen. Ja, die ausschließlich immer in jedem einzelnen Versuch nur sehr unkreativ eines dieser Entscheidungsvariablen verändern. Und wenn man sich das anguckt, waren die Ergebnisse für mich sehr, sehr überraschend, weil wir fest davon ausgegangen waren, dass Menschen immer besser sind als dieser sehr dumme Computeralgorithmus. Das ist auch, was die Literatur behauptet. Aber was wir hier finden, ist, dass bei geringer Komplexität, also bei diesem Mount Fuji, aber auch bei mittlerer Komplexität, wenn wir relativ viele lokale Optima haben, dass dort eigentlich diese lokale Suchstrategie viel, viel besser ist, signifikant besser ist, als das, was unsere Teilnehmer im Experiment gemacht haben, obwohl sie starke finanzielle Anreize hatten, diese Aufgabe auch ernst zu nehmen. Nur bei der hohen Komplexität sind Menschen eigentlich besser. Und das haben wir dann versucht, noch weiter zu testen, was sind denn jetzt eigentlich die Charakteristika dieser beiden Suchstrategien, einmal wie die Menschen gehandelt haben und wie der Computer gehandelt haben, sodass wir halt versucht haben, einen Computeralgorithmus zu entwickeln, der das menschliche Handeln wiedergibt. Also so, dass wir halt letztendlich einen Computeralgorithmus nun haben, der dieses menschliche Verhalten, was wir im Labor beobachtet haben, relativ gut wiedergibt. Und das haben wir dann genommen und haben das dann halt in neue Problemlösungslandschaften gepackt, die viel, viel größer, viel komplexer gewesen sind, als das, was wir im Labor testen konnten. Und die Ergebnisse sieht man hier auf der rechten Seite. Nämlich die lokale Suche ist umso effektiver, je geringer die Komplexität ist, je größer die Zahl der relevanten Entscheidungsvariablen und je relevanter die kurzfristige Problemlösungsqualität für den Unternehmenserfolg. Eine Frage, die dann noch aussteht, ist, warum sind die Menschen eigentlich so schlecht? Gerade bei geringer und mittlerer Komplexität. Und unser Erklärungsansatz, den wir halt auch vor dem Hintergrund unserer Daten zeigen können, ist, dass Menschen frustriert werden, wenn der Erfolg sich nicht einstellt. Also die meisten Individuen in unserem Laborexperiment versuchen 2-3 Mal lokale Suche, versuchen ihren Erfolg durch lokale Suche zu erhöhen. Das versuchen sie 2-3 Mal, aber dann stellt sich dieser Erfolg nicht ein. Und dann beginnen sie halt nach kreativeren Lösungen zu finden. Das Problem ist aber, dass sie gerade nicht systematisch alle lokalen Möglichkeiten ausprobiert haben. Sprich, sie werden sehr schnell, zu schnell unzufrieden, dass sich halt der Erfolg nicht verbessert. Und deshalb brechen sie die lokale Suche zu früh ab. Und eines der zentralen Fragen, die ich mich persönlich auch immer stelle, naja, das ist etwas, was wir jetzt im Experiment gefunden haben mit Studenten in Deutschland, in Dänemark. Die Frage ist, können wir eigentlich diese Einsichten übertragen vom Labor in die Real World?
Hat das irgendwelche Implikationen für die Real World? Oder finden wir irgendwelche empirischen Ergebnisse, die das bestätigen, weil uns diese Ergebnisse selber überrascht haben? Dann haben wir angefangen, ein bisschen zu suchen und haben uns zunächst erstmal angeguckt, was eigentlich erfolgreiche CEOs machen. Ja, und wenn man sich beispielsweise den Cover anguckt von der Wirtschaftswoche, von der Business Week, dann sind natürlich nach diesen Titelblättern zu urteilen erfolgreiche CEOs die, die ständig ihre Strategie wechseln, die sehr kreative, sehr originelle Sachen machen. Das Problem ist, wenn wir uns großzahlige Studien angucken, was eigentlich einen erfolgreichen CEO ausmacht, dann kriegen wir ganz andere Ergebnisse. Nämlich erfolgreiche CEOs, das zeigen viele Studien in den letzten Jahren, sind zunächst erstmal weniger kreativ. Sie sind sehr stark auf Details fokussiert. Sie sind sehr stark interessiert an inkrementellen, lokalen Verbesserungen. Und wie Brooks das sehr schön ausgedrückt hat, sie sind zu einem bestimmten Grad jedenfalls auch sehr langweilig. Dann haben wir uns angeguckt, ja, was ist denn beispielsweise, was sind denn persistente Probleme in der Produktentwicklung? Warum geht die Produktentwicklung oftmals schief in Unternehmen? Und dort gibt es ein persistentes Problem, nämlich das sogenannte Overengineering. Dass insbesondere Ingenieure immer auf der Suche sind nach technischen Neuerungen. Bei neuen Produkten geht es ihnen darum, möglichst radikal neue Technologien in die Produkte zu packen. Das Problem ist, dass der Kundennutzen vollständig aus dem Blick verloren wird. Also auch hier ist das Problem, dass die Lösungen zu kreativ sind. Und als letztes, wenn wir uns darüber über die Erfolgsfaktoren erfolgreicher organisatorischer Veränderungsprozesse Gedanken machen, eines der zentralen Ergebnisse dort in der Literatur, dass organisatorische Veränderungsprozesse dann erfolgreich sind, wenn wir schnell Veränderungen, schnell Quick Gains realisieren können. Sprich Gains, die eigentlich mit wenig Änderung erreichbar sind. Also genau sozusagen das Vertrauen auf die lokale Suche. Als Startpunkt dann vielleicht für kreativere Lösungen. Also von daher scheint das, was wir im Labor gefunden zu haben, durchaus Implikationen zu haben für das, was hier außerhalb überhaupt stattfindet, was wirklich in Unternehmen stattfindet. Also von daher scheint hier Kreativität ein wenig überbewertet zu sein. Unternehmen können oftmals ihren Erfolg steigern, indem sie beispielsweise Kreativität begrenzen. Ein weiteres Problem von Kreativität, das wir uns dann von dem Hintergrund eines Modells angeschaut haben, und jetzt muss ich in der Tat mal ein Glas Wasser nehmen. Ist das Problem, dass Kreativität nicht wirklich messbar oder beobachtbar ist. Und das wird hier sehr schön in diesem Dilbert-Comic deutlich. Also sozusagen, wenn ich in meinem Büro sitze und Herr Grote vorbeikommt und ich starre nur auf meinen Bildschirm, dann kann ich gerade sehr intensiv Forschung machen oder ich kann einfach gerade ganz entspannt auf spiegel.de im Internet surfen. Ja, es ist für Herrn Grote unmöglich zu erkennen, was ich eigentlich mache. Und ich kann sagen, ja, ich habe jetzt ein Jahr lang an einer schwierigen Fragestellung gearbeitet, habe versucht, ein Modell zu entwickeln, hat leider nicht geklappt. Tut mir leid, ich habe keinen Output dieses Jahr. Das ist das grundsätzliche Problem eigentlich von Kreativität, dass wir es relativ schnell schwer messen können, dass wir es auch relativ schwer kontrollieren können. Sprich, Mitarbeiter, damit sie halt die Spielräume, die wir ihnen einräumen, ausnutzen, sollten auch ein Stück weit jedenfalls die richtige Anreizstruktur bekommen. Und eines der zentralen Fragestellungen in der Literatur ist, ja, wie sollen wir denn eigentlich Anreize für Kreativität setzen? Und wenn man sich hier die Literatur anguckt, dann gibt es eigentlich zwei Lösungsansätze. Und der eine Lösungsansatz ist der Warm Handshake. Ja, dass wir den Leuten einfach Danke sagen sollen. Beispielsweise gibt es ein Buch von Harvard Business Press, Innovation Tournaments, das kam vor 2 Jahren raus. Es beschäftigt sich fast überhaupt nicht mit der Frage, wie die Anreizstrukturen für Innovationen auszusehen hätten. Es ist eine halbe Seite in dem Buch und dann heißt es, naja, T-Shirts sollten eigentlich genug sein. Also wenn wir ihnen sozusagen ein T-Shirt mit einem Unternehmennamen geben, dann sind die Mitarbeiter genügend motiviert. Okay? Auf der anderen Seite finden wir aber auch ernstzunehmende Forschungsbeiträge, die theoretisch argumentieren, ja, wir müssen starke finanzielle Anreize setzen. Starke finanzielle Anreize. Also der, der eine gute Idee hat, der soll auch richtig abkassieren. Also von daher besteht hier ein fundamentaler Konflikt innerhalb der Literatur und es ist unklar, welche von diesen beiden Meinungen eigentlich richtig ist. Und wir hatten dann uns überlegt, dass wir uns ein relativ einfaches Modell konstruieren und die grundsätzliche Annahme dieses Modells ist, dass die Ressourcen von Unternehmen knapp sind.
was letztendlich die wichtige Implikation hat, dass nicht alle potenziell guten Ideen auch wirklich umgesetzt werden können. Ja, das ist die grundsätzliche Idee, die wir hatten. Und das bedeutet dann aber auch, dass Mitarbeiter einmal natürlich Ideen entwickeln und dieses Ideenentwickeln auch nicht unbedingt immer Spaß bringt, wenn man darüber überlegt, wie viele Stunden man beispielsweise in die Entwicklung eines Businessplans stecken muss. Und dass sie um den Wettbewerb stehen, um deren Umsetzung. Ja, ich bekomme nur Anerkennung, ich bekomme nur Geld, wenn mein Projekt auch wirklich angenommen wird. Und mein Problem ist, dass halt ich mit vielen, vielen anderen Ideen innerhalb der Organisation in Konkurrenz stärke. Und das hat jetzt zwei Implikationen. Nämlich einmal nehmen wir an, dass je stärker die finanziellen Anreize sind oder die Anreize ganz generell für die Umsetzung, desto größer ist die Motivation. Also wenn ich da sozusagen einen Pott voll Gold bekomme, dann bin ich auch stärker motiviert. Also wir abstrahieren von dieser Debatte um intrinsische Motivation. Auf der anderen Seite, je mehr Ideen im Wettbewerb miteinander stehen, desto geringer ist die Motivation. Das ist eigentlich im Kern das gesamte Modell. Und eines der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben mit dem Modell, ist, ja, können wir denn eigentlich vor diesem Hintergrund überhaupt das reproduzieren, was wir über Innovationen wissen? Was wissen wir über Innovationen? Wir wissen, dass Innovationen, was deren Wert angeht, eine linksschiefe Verteilung aufweist. Die meisten Ideen sind ganz gut, aber schaffen nicht besonders viel. Und es sind nur sehr, sehr wenige Ideen, die wirklich sehr, sehr große Profite schaffen. Ja, das ist eine linksschiefe Verteilung. Das ist ein Ergebnis, das wir aus unterschiedlichsten empirischen Arbeiten kennen zu Innovation. Die Frage, die wir hatten, war, reproduziert unser Modell dieses Muster? Und zum Zweiten, unter welchen Umständen sind eigentlich stärkere und schwächere Anreize besser? Haben wir uns zunächst angeguckt, was eigentlich passiert, wenn wir nur relativ geringe Anreize haben. Was ist eigentlich jetzt die Auswirkung darauf, wie gute Ideen sind, die Unternehmen umsetzen. Und zunächst sehen wir hier, dass wir auch genau die gleiche linksschiefe Verteilung finden. Und wir können damit sagen, okay, geringe finanzielle Anreize reichen eigentlich aus, um konstant gute Ideen umzusetzen. Also hier in diesem. Wo wir aber extreme Lücken haben, was systematisch nicht gefördert sind, sind eigentlich diese Breakthrough Innovations. Die radikalen Ideen, die halt sehr, sehr viel Gewinne versprechen. Dann haben wir gedacht, naja gut, dann schauen wir uns jetzt mal die hohen Anreize an. Vielleicht schaffen die es ja. Und das Problem ist, dass die hohen Anreize das auch nicht schaffen. Die hohen Anreize schaffen einfach nur deutlich mehr Ideen, die aber nur ganz marginal besser sind als die Ideen, die bei schwachen Anreizsystemen entwickelt werden. Sprich, es werden nicht systematisch radikalere Innovationen geschaffen, aber gleichzeitig verursachen sie deutlich höhere direkte und indirekte Kosten. Indirekte Kosten deshalb, weil diese vielen Ideen, die im Unternehmen rumschwirren, natürlich auch eine demotivierende Wirkung auf alle anderen haben. Ja, wenn ich jahrelang an einer tollen Idee gearbeitet habe und die wird nicht umgesetzt, dann wird das nicht unbedingt zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Also von daher gibt es hier eigentlich sehr starke Evidenz, jedenfalls vor dem Hintergrund unseres Modells, dass es völlig ausreicht, relativ geringe finanzielle Anreize zu setzen, um halt genügend gute Ideen zu haben. Während wir auf die ganz tollen Ideen gar nicht zu hoffen mögen. Die Frage ist dann wieder, naja gut, was sind die Implikationen davon? Was können wir damit anfangen? Können wir damit überhaupt irgendwas erklären? Das Erste, was wir damit erklären können, ist, dass Angestellte oftmals nicht Multimillionäre werden. Ja, weil wenn Sie die gleiche gute Idee haben in einem Unternehmen, dann bekommen Sie deutlich weniger Geld dafür, als wenn Sie selber das Unternehmen gründen würden. Und ich glaube, das ist auch das, was so mit unserer allgemeinen Erwartung über Angestellte ganz gut harmoniert. Ein zweites empirisches Finding, was wir ganz gut erklären können, ist, dass radikale Ideen oftmals außerhalb etablierter Unternehmen entstehen. Und zum Dritten, und das ist letztendlich dann wieder der Link zurück zu meinem Vortragstitel, dass gute Ideen schlichtweg nicht der Engpasssektor sind für den Unternehmenserfolg. Denn letztendlich nur wenige Unternehmen scheitern, weil ihnen die Ideen ausgehen. Ja, das kommt eigentlich sehr selten vor. Was sind dann halt vor dem Hintergrund dessen, was ich kurz hier skizziert habe, eigentlich wichtige Forschungsfragen für das strategische Management? Und ich denke, eines der zentralen Forschungsfragen ist, wie wir uns halt hier in dieser linksschiefen Verteilung
bewegen. Wie können wir es beispielsweise als Unternehmen sicherstellen, dass wir nicht hier landen und nur Innovationen schaffen, die überhaupt keinen Wert schaffen? Und wie wir es zum Zweiten sicherstellen können, dass wir jedenfalls die Wahrscheinlichkeit erhöhen, vielleicht ab und zu mal so eine Breakthrough-Innovation zu haben. Sprich, beispielsweise, auch zurückgehend zu dem Experiment, wie suchen Mitarbeiter, Teams, Unternehmen nach neuen Alternativen? Also so diese Fragestellung, die Miriam auch sehr, sehr stark bearbeitet, sollten viel stärker im Bereich des strategischen Managements berücksichtigt werden. Das zweite Problem ist halt oftmals, naja, vielleicht ist das eine sehr originelle Idee, aber ist das eigentlich auch eine gute Idee? Und das ist natürlich auch sehr schwer herauszufinden. Also die zweite zentrale Frage ist, wie lernen denn Mitarbeiter, Teams, Unternehmen, welche Alternativen überhaupt zum Erfolg führen? Die dritte Fragestellung ist, ja, wie bewerten eigentlich Individuen und Organisationen neue Alternativen und wie entscheiden sie sich zwischen den Alternativen? Das sind Fragen, die dann halt in den Mittelpunkt rücken. Und last but not least natürlich immer die Frage, naja, wie können wir eigentlich diese Prozesse verbessern? Vielen Dank.